Ja, das sind also drei ganz, ganz wichtige Verbindungen, Substanzen in einem See. Und Sie sehen, das geht von sehr sauer bis basisch und von sehr reduziert nach sehr oxidiert. Und was man hier nicht sieht, ist zum Beispiel, ja, das CO2 ist hier nicht zu sehen, der Sauerstoff ist natürlich auch nicht zu sehen. Aber es ist ein sehr vereinfachtes Schema. Sie sehen in der Mitte grün, das sind also die verschiedenen Zustände des Phosphationes, also von H2PO4, H3PO4 undissoziiert bis PO43 minus komplett dissoziiert. Wichtig ist jetzt aber diese Geschichte oben. Eisen 3, also oxidiertes Eisen, ist nicht löslich. Das bildet also diese Eisenhydroxide, die sind unlöslich. Das habe ich hier rosarot gekennzeichnet. Wenn wir das im Wasser haben, dann absorbiert das andere Substanzen, vor allem den Phosphor, sehr stark. Das ist also ein Prozess, der auch in Kläranlagen verwendet wird, zum Beispiel um Phosphat rauszufällen. Also wenn diese oxidierten, unlöslichen Eisenverbindungen da sind, dann binden die Phosphat. Wenn das Ganze jetzt sauerstofffrei wird und das wird reduziert, dann entsteht also reduziertes Eisen 2 plus und Sie sehen gleich, das ist löslich. Das geht dann eigentlich in Lösung und logischerweise gibt es dann auch wieder den Phosphor frei. Das heißt, in der Tiefe eines Sees, wo es sauerstofffrei wird, Eisen 3 in Lösung geht, geht auch Phosphor in Lösung. Der Phosphor wird also wieder frei verfügbar. Und wie geht die Geschichte weiter? Ja, es kann sein, dass das bei einer Durchmischung wieder oxidiert wird. Oder es kann natürlich auch sein, dass gleichzeitig Sulfat reduziert wird zu H2S, zu Schwefelwasserstoff. Und der Schwefelwasserstoff kann sich jetzt mit dem zweiwertigen Eisen verbinden. Und da entsteht FeS. Und das ist auch unlöslich. Das heißt, wir haben beim Eisen die oxidierte Form, die unlöslich ist, und wenn Schwefel vorhanden ist, die reduzierte Form, die auch unlöslich ist. Also Sie kennen das vielleicht als Katzengold oder Pyrit. Das entsteht also täglich und stündlich in Seen, in tiefen Seen. Und wenn das passiert, ist es natürlich klar, dass das Eisen 2 dann nicht mehr oxidiert werden kann, auch bei Durchmischung nicht. Das heißt, diese Bindung zum Phosphor, dieser Kreislauf ist dann unterbunden. Was aber schon passieren kann, wenn die Konzentrationen von Eisen 2 plus und Phosphat sehr hoch sind, also höher als H2S, dann kann auch Eisen 2 den Phosphor binden. Aber da müssen sehr, sehr hohe Konzentrationen vorhanden sein. Also für mich ist dieses sehr einfache Schema eigentlich ein Bild für die viel komplexeren Zustände in wirklichen Seen, was da passieren kann zwischen nur jetzt diesen drei Substanzen, diesen drei Molekülen, Ionen, Sulfat, also Schwefel, Eisen und Phosphor. Ja, schauen wir uns jetzt noch das in einen Überblick an. Wenn man also den Phosphor betrachtet, und das ist der Nährstoff in Seen, der die Eutrophierung, die Sauerstofffreiheit und so weiter auslöst, dann kann man das sehr einfach darstellen. Wir haben also einen Input, einen Export von Phosphor, wir haben die Fällung von Phosphat, die wir jetzt gerade besprochen haben, und eben, es kann eben zur Rücklösung kommen im sauerstofffreien Sediment. Eisen wird reduziert, Phosphor geht wieder raus. Ein Teil des Phosphors bleibt aber dann im Sediment für immer oder für lange Zeit. Das wäre dann die Netto-Sedimentation. Ja, Seen sind entweder Phosphorfallen oder sie lassen den Phosphor durch und das hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab, wie stark sie durchströmt sind. Also wenn wir einen See nehmen, der stark durchströmt ist, ja, fast ein langsam fließendes Gewässer, dann wird also der Phosphor kaum zurückgehalten. Wenn wir aber Seen haben mit langer Wasserneuerungszeit, wo es also Jahre, Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte braucht, bis das Wasser erneuert ist, und es gibt ja auch Seen, die keinen Abfluss mehr haben, das sind dann natürlich die perfekten Phosphorfallen. Also da bleibt der Phosphor dann gespeichert. Hier noch ein Beispiel, was man in den Niederlanden macht. Also überall dort,
wo die Konzentration an Phosphor sehr, sehr hoch ist. Sie sehen es hier an den Konzentrationen, das sind also nicht mehr 10, sondern das sind hunderte oder mehr Mikrogramm, die jedes Jahr rauf und runter gehen. Und da hat man eben, das war Minimum, Maximum, und da hat man eben nicht mit Eisen gefällt, weil das Eisen eben immer wieder reduziert wird, den Phosphor freigibt, oxidiert, fällt, freigibt und so weiter. Da hat man das mit Aluminium gemacht, und Aluminium bindet also ganz, ganz ähnlich wie Eisen das Phosphat und hält es fest, weil man das Aluminium in Gewässern nicht reduzieren kann. Also Aluminium zu reduzieren, da brauchen Sie eben einen Lichtbogen. Und man sieht hier den Effekt, das Aluminium hält also diese Phosphorverbindungen fest, und zwar jetzt mal über 2 Jahre. Ob das dauernd so ist, wäre natürlich eine interessante Frage. Ja, hier noch das vorletzte Bild, damit man sieht, wie das in einem wirklichen See ausschaut. Das ist der Biburger See, das sind also 5, 6 Jahre oder mehr Jahre her zu sehen. Der See ist knapp 25 Meter tief, und Sie sehen bereits oben im oberen Bild an der Farbe, dass Phosphor aus dem Sediment, also in der Tiefe, freigesetzt wird. Sie sehen das an den Rottönen, das sind also sehr, sehr hohe Konzentrationen. In der Wassersäule ist die Konzentration relativ niedrig. Aber Sie können sich vorstellen, wenn in der Herbstdurchmischung das Ganze raufkommt, dann haben wir diesen Phosphor wieder zur Verfügung. Unten haben wir die Kieselsäure. Und da ist eben in Mitte dieser Beobachtungszeit was Interessantes passiert. Da haben sich also Kieselalgen sehr stark entwickelt. Und Kieselalgen nehmen die Kieselsäure auf, bauen ihre Skelette, sedimentieren dann ab. Und das wird nur sehr, sehr, sehr langsam dann wieder freigesetzt. Ja, hier ist es noch einmal zusammengefasst. Ja, so war die Konzentration im Zufluss, also mehr oder weniger gleich. Die Konzentration im See, die dunklen Punkte. Und man sieht, wir haben also etwa die Hälfte dieser Kieselsäure im See als gelöste Form verloren durch das Wachstum der Kieselalgen, der Diatomeen, die diese Kieselsäure aufnehmen und fällen. Dankeschön.